Ja, hallo, ich versuche Seite 48 Aufgabe 6e vorzurechnen. F von x ist 1 durch x hoch 6 und wir haben eine Steigung m gleich 6. Stimmt für die Funktion f eine Gleichung der Tangente an den Graphen von f, die die angegebene Steigung besitzt. Das heißt, gesucht ist eine Gleichung y ist mx plus t und wir wissen in diesem Fall m gleich 6 ist vorgegeben. Ganz wichtig ist, ich kann diese Funktion f schreiben als x hoch minus 6 und damit kann ich die Funktion ableiten. F' von x ist minus 6x hoch minus 7. Also Aufgaben immer ableiten, egal was gefragt ist. Meistens geht es in die richtige Richtung. Wir suchen also jetzt eine Funktion, also ein x, bei dem diese Steigung gleich 6 ist. Das heißt, man setzt es gleich. Minus 6x hoch minus 7 gleich 6. Also an welcher Stelle für welches x ist die Steigung gleich 6? Dividiert durch minus 6. X hoch minus 7 gleich minus 1. Ja. Siebte Wurzel minus 1, man kann ein bisschen rumknobeln. Ich schiebe es ein bisschen, wer es nicht gleich sieht. 1 durch x hoch 7 ist minus 1, das heißt mal x hoch 7. Dividiert durch minus 1, dann habe ich minus 1 ist x hoch 7. Die einzige Lösung lautet x gleich minus 1, weil minus 1 hoch 7 ist minus 1. Gut, an der Stelle. Ja, schneide jetzt die Tangente, die Funktion und mir fehlt noch was. Mir fehlt noch das t. Dann schaue ich mir mal den Punkt an. Also Punkt, x ist minus 1, y kenne ich nicht. Das ist mein x, y kenne ich nicht. Um das y rauszufinden, setze ich minus 1 in die Funktion ein. F von minus 1 gleich 1 durch minus 1 hoch 6. Das ist 1. Und damit weiß ich, dass ich hier, da, so, da, hier an die Stelle mein 1 hinschreiben muss. Ich habe den Punkt minus 1, 1. Und wenn ich diesen Punkt O in die Gleichung der Geraden einsetze, bekomme ich mein t. Also y ist mx plus t, das m kenne ich. Also y ist 6 mal x plus, stopp, das war ein t. Und jetzt setze ich x und y ein. Also y ist 1, ist gleich 6 mal minus 1 plus t. Also 1 gleich minus 6 plus t plus 6. Und ich bekomme für mein t die Gleichung y ist 6 mal x plus 7, die Gleichung der Tangente, die gesucht ist, Steigung 6. Und am Punkt minus 1, 1 schneidet die Achse.